Dynamo TV wird Ihnen präsentiert von Verticalis. Wo andere aufhören, fangen wir erst an. Wir sind der Spezialist für seilunterstützte Höhenarbeit, Industrieklettern und Höhenrettung. Für alle Baumpflegearbeiten von Verticalis erhältst du 10% Rabatt. Zeige uns einfach deine Eintrittskarte, Dauerkarte oder deinen Dynamo-Mitgliedsausweis. Marco, 1-2 verloren gegen Kaiserslautern. Warum schafft ihr das nicht, so eine Führung bis zum Schluss durchzuhalten? Ja, ist schwer zu sagen. Ich glaube, dass wir hätten früher mehr aufs zweite Tor gehen müssen. Der Fehler ist uns dieses Jahr schon zu häufig unterlaufen. Wir haben dann eher die sichere Variante gewählt. Und dann die letzten Minuten brechen an. Der Gegner bei Standardsituationen immer gefährlich. Ja, aber es reicht langsam. Also wir haben so viele Dinger jetzt noch hergeschenkt. Das muss unbedingt aufhören, damit wir Punkte einfahren können. Ja. Klar, merken wir das selber auch, dass da irgendein Problem herrscht, dass wir immer am Ende die Dinge reinkriegen. Ich glaube, wir haben eine sehr, sehr gute erste Halbzeit gespielt. Wir hatten das Ding komplett im Griff. Lautern hatte nicht eine Torchance. Wir hatten da ein, zwei Dinger. Hätten da 2-0, 3-0 vielleicht führen müssen. Und ja, dann kriegst du am Ende die Dinger rein. Und wie das zu erklären ist, wissen wir auch nicht. Ja, Florian, 1-2 verloren gegen Lautern. Warum ist das zweite Tor nicht gefallen für euch? Ja, wenn man da jetzt so eine richtige Antwort drauf hätte. Ich meine, das ist ja schon die letzten Wochen so, dass wir ja schon öfter mal in Führung waren und einfach das Tor nicht nachgelegt haben. Die Chancen waren da, dass du das Spiel dann wieder so verlierst durch ja, zwei Gegentore, die dir auch quasi fast selbst wieder einschenkst und ja, mal wieder ein Standardtor dabei war. Ist das sehr ärgerlich. Ich glaube, man hat gestern gesehen, dass wir schon zielstrebiger gespielt haben, dass wir nach der Führung trotzdem nach vorne gespielt haben. Das ist zweite Halbzeit weniger geworden. Trotzdem habe ich alleine zwei relativ gute Kopfballchancen, um das Spiel zu entscheiden. Aber dann musst du halt auch so ein Spiel mal 1-0 gewinnen, wenn du es weiter nicht machst. Es war schon so, dass wir Chancen hatten, wir haben sie nicht gemacht. Da muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich gestern zwei entscheidende Fehler mitgemacht und die dafür verantwortlich waren, dass wir das Spiel verloren haben. Jetzt kommt Düsseldorf, dann Aue, schwere Gegner. Ihr hättet den Sprung nach vorne machen können. Wir sind jetzt tief im Abstiegsstrudel drin. Wie geht es jetzt weiter in den nächsten Wochen? Ja, also ich glaube, wir hätten die 3 Punkte gerne als Polster mitgenommen für die kommenden Wochen. Ich glaube, nächste Woche in Düsseldorf ist überhaupt keine leichte Aufgabe. Wir wissen, wie die momentan Fußball spielen. Dann hast du mit Aue ein Derby hier zu Hause. Dann fährst du nach Berlin gegen Union, was auch nicht einfach ist. Also ich glaube, da kommen schon ein paar harte Spiele auf uns zu. Aber ich denke, so ein Spiel kann auch mal ein Befreiungsschlag sein. Ich glaube, wenn du in Düsseldorf was holst, natürlich nicht mit so einer Leistung, sondern mit einer um einige Prozente bessere Leistung, dann kann das auch ein Startschuss sein. Vielleicht für eine Serie, und das muss momentan einfach das Ziel sein, nicht über die Spielweise oder irgendein System diskutieren, sondern einfach mal Punkte einfahren. Du bist der Dienstälteste jetzt bei Dynamo, hast damals schon den Abstieg mitgemacht. Wir sind jetzt tief unten drin. Klar, man kann jetzt nicht sagen, wohin das jetzt geht, aber was ist jetzt wichtig? Was passiert jetzt in den nächsten Wochen? Naja, das Entscheidende ist, dass wir haben jetzt 2 Wochen lang uns intensiv miteinander beschäftigt, viel gemacht und wieder keine schlechte Leistung abgerufen, aber im Endeffekt wieder 0 Punkte, genauso wie es vorher auch war. Und das Wichtigste ist jetzt wird sehr, sehr viel auf uns einprasseln, von außen, von überall, vollkommen zurecht, dass wir nicht abgehen von unserem Weg, das, was wir uns vorgenommen haben. Das ist nicht nach 2 Wochen mit dem Lauternspiel beendet, sondern das muss jetzt weitergehen. Und das ist das Wichtigste, dass man ab morgen früh beim Spielersatztraining den Kopf hochnimmt und wieder alles reinhaut als Spieler. Und gar keinen Gedanken daran verschwendet, dass es irgendwie unnütz sein könnte oder dass sowieso schon irgendwas entschieden ist, weil es gibt noch so viele Spiele und so viele Möglichkeiten, aber wir müssen raus aus diesem Tal und dann müssen wir uns rausarbeiten. Danke dir. Bitteschön.